zeigen, wie man das Lastenfahrrad ausleiht. Ihr bekommt dafür zwei Dinge aus dem Empfang momentan. Hier nehme ich einmal diese zwei Schlüssel, einmal fürs Fahrradschloss und einmal für den Akku und das Radschloss, wobei es davon zwei gibt, weil man das Radschloss, nämlich den Schlüssel, nicht abziehen kann. Und diesen Akku, der hoffentlich geladen ist. Man sieht, ob der Akku geladen ist, indem man einfach hier auf diesen Knopf drückt. So, dann geht ihr zum Fahrrad hin. Das erste Wichtige ist erstmal, dieses alarmgesicherte Schloss eben zu lösen. Das fängt sofort an zu piepen, sobald das Rad bewegt wird. Also nichts anderes machen, bevor das Schloss gelöst ist. Da geht es auch schon los. Schlüssel rein, tief reinsehen und rausziehen. Und fertig. Und dann das Schloss zusammenfalten. Zack, zack. Es hat zwei Positionen. Eine Einrastposition und eine Schlossposition. Die Einrastposition ist dafür da, damit der Alarm nicht losgeht, wenn man das Rad natürlich nicht abgeschlossen hat, sondern einfach nur zum Beispiel hier in diese Halterung packen möchte. Genau. Dann kommt als nächstes der Akku rein. Der Akku ist ein ganz normaler Bosch-Akku und der kommt hier rein und rastet entsprechend ein und kann eben mit dem anderen Schlüssel wieder gelöst werden. Dann haben wir noch hier unser tolles Schloss hier vorne. Das ist ein Schloss zum schnellen Abstellen, wenn man gerade irgendwo in der Stadt ist. Da ist halt einfach wichtig, der Schlüssel lässt sich nicht abziehen, wenn das Schloss offen ist, sondern nur, wenn es geschlossen ist. Also wenn es geschlossen ist, dann kann man sozusagen hier den Schlüssel abziehen. Das ist der gleiche Schlüssel, womit man auch den Akku auf und zu machen kann. Oder es wieder öffnen. Dann lässt es sich aber nicht mehr abziehen. Ansonsten, was kann man zu dem Rad sagen? Ja, ganz normale Bosch-Bedienung. Hier macht man es an. Hier verstellt man die verschiedenen Stufen rauf und runter. Kann auch die einzelnen Infos rauf und runter stellen. Man kann dieses Ding auch abnehmen, zum Beispiel wenn man meint, okay, es wird vielleicht geklaut oder so, aber in der Regel lassen wir das drauf. Die einzigen Sachen, die man aus dem Empfang bekommt, sind eben, genau, Schlüssel und Akku. Dann kann man natürlich hier vorne dieses Zelt auch abnehmen. Das sind so ganz normale Zeltstangen, die stecken hier vorne drin. Dafür macht man das erstmal hier auf. Und kann dann vorne die Zeltstangen entsprechend rausziehen, wenn man nur die Box braucht. Es gibt auch einen Maxi-Cosi-Einsatz für das ganze Ding. Der ist aber standardmäßig ausgebaut. Wenn ihr den braucht für eine Verreise oder so, dann meldet euch einfach entsprechend. So, es ist eine nabenlose Schaltung. Das heißt, man kann auch im Stehen ein bisschen rauf und runter schalten. Das macht dem Ganzen erstmal nichts. Das ist sehr praktisch zum Anfahren. Und wenn wir jetzt unser Fahrrad wieder abgeben wollen, dann machen wir einfach Folgendes. Wir nehmen vielleicht zuerst den Akku raus, damit es nicht so wackelt. Dann nehmen wir hier unseren Schlüssel, nehmen ihn raus. Voilà. Perfekt. Und jetzt schließen wir noch ab. Nehmen hier unser Alarmschloss, öffnen das, gucken, dass der Schlüssel gut reinsteckt. Aufkriegen. So, dann das Ganze hier wieder ein bisschen mit dem Schloss nach oben einstecken. Zack, gucken, dass es richtig tief drin sitzt und Schlüssel rausnehmen. Und wenn es jetzt zweimal piept, ist es eingerastet. Und wenn man jetzt dran rütteln würde, dann geht der Alarm los. Ja, und jetzt Schlüssel und Ding wieder zurückbringen und das Überweisen aufs Konto nicht vergessen.